So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen definitiv einkaufen gehen. Und ja, machen wir dann gleich mal die nächste Story-Mission, also quasi die Story-Mission, was wir jetzt gleich hier haben. Wenn wir gleich mal angehen. Wenn wir schon da sind, wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Wieso denn nicht? Sowieso, die könnten relativ interessant werden dann auch. Und vielleicht uns den einen oder anderen Vorteil ja auch bringen dann für später. Zum Beispiel vielleicht, dass wir dann ein, zwei Waffen mehr hätten oder so, wäre nicht schlecht. Weiter verkaufen. Zack, zack. Hoden, wir haben zu viele Hoden. Okay, warte, zack, zack, zack. Wie viele Feder haben wir von denen? Jo, dann tun wir halt einfach Carries verkaufen. Passt. Wow, viel war das jetzt nicht gut weg, aber noch gut. Nee. Was? Dann haben wir gleich mal alles aufgefüllt. Gegenstände, oh ja. Zack, zack, zack. Sonst bauen wir nicht wirklich alles und haben schon wieder alles ausgegeben, das ist super. Na gut, let's go mal. Let's go. Sag mal. Was ist denn das für uns für eine Mission am Du Start? hast vielleicht Nerven, so in die Stadt zu marschieren. Die meisten werfen nur einen Blick auf Eden's Gate und wenden sich ab. Die anderen lernen eine harte Lektion. Mein Dad war einer der Ersten, der sich gegen sie stellte. Jedes Mal, wenn Peggys kam und Streit gesucht haben, sprang Dad in seinen Truck und hat sie aus der Stadt gejagt. Er liebte diesen Truck. Er nannte ihn Witwenmacher. Und diese Wichser haben ihn eine Woche vor seinem Tod gestohlen. Ach du Scheiße. Scheiße. Willst du die Sekte richtig sauer machen? Mhm. Dann holen wir den Witwenmacher zurück. Sag der Klar. Sekte, dass wir nicht so leicht einknicken. Und gib den Leuten hier einen Grund zum Feiern. Er wird bei einem Getreideheber östlich von hier scharf bewacht. Aber ich glaube, du bist für den Job bestens geeignet. Bin viel zu gut für den Job. Viel zu gut. Was den Witwen? Witwenmacher, holen wir uns. So, wie weit haben wir es denn überhaupt? Tja, das ist so eine kleine Strecke, aber das passt schon. Nehmen wir Sekrete ist. Wenn wir auch überleben, ist noch. Ist wieder eine andere Frage, oder? Warte, der hat doch wieder das Auto da. Holen wir sich da lieber gleich das Auto da. Ja, genau. Schauen wir nur ganz kurz, wenn wir da schon sind. Wo haben wir denn unsere Mission denn? Da. Perfekt. Einmal. Dann Teamkollege wären wir wahrscheinlich. Aha. Ja, ganz okay, Kills. Passt. Die Augen nach mir offen. Jo, du musst heute eigene. Oh, hoppala. Ja, passt eh. Oder warte, ist die noch immer da? Ah, ich sehe es leider nicht. Nee, okay, passt. Jetzt habe ich mir gedacht gehabt. Falsche Richtung. Hoppala, aber dann sagt du mir es vorne wieder. Und dann passt es ja eh. Da passt es ja eh. Von jedem fahren wir eh so halber direkt. Das ist auch gut. Passt schon. Oh, hallo. Sehr sicher, gutes Fahrzeug. No, ich will eigentlich nicht Gott stehen, nicht unbedingt. Ich fahre einfach so schnell wie möglich. Weiter, so schnell wie möglich. Ha, kommt immer schön ins Rutschen. Hi. Nein. Nein, der dreht schon um, der dreht schon um, der dreht schon um. Das ist super. Er probiert's halt, er probiert's halt immerhin. Immerhin probiert es, aber ob er mir dann reichen will, das ist wieder eine andere Frage. Ha, jetzt sollte man dann eh aufpassen. Fernglas und so, alles ideal. Der ist auf aller Fälle. So, da haben wir eh schon was, wo man darf. Perfekt. Ha! Ist sogar wunderschön. So, jetzt haben wir sie da. Vielleicht geht das. Ja, wenn es halt geht. Ha! Dafür ist meiner jetzt auch schon da, oder wie? Jupp, meiner ist auch schon da. Wird doch gern da offen. Ah, genau. So. Damit wir gleich ein nettes
Umfeld haben, damit wir gleich alles sehen können. Oder jedenfalls so ungefähr. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass da irgendwo auch ein Alarm geben wird. Und das schaut irgendwie zu wenig aus. Viel zu wenig. Da haben wir noch einen. Oder nee. Ja, von Weitem hat ein bisschen anders ausgeschaut. Man könnte ja einen Kühler werfen, genau. Naja, ich will ja nicht alles anzündeln eigentlich. Passt, einmal. Und Köder. Ha. Könnte ja vielleicht helfen. Schade. Hoppala. Oh fuck. Oh, ich weiß nicht. Aber dafür sind sie jetzt motiviert herumzugehen. Vielleicht sehen wir ja jetzt ein paar mehr. Könnte ja auch möglich sein. Müssen auch schauen, wie man da reinkommt. Ist auch eine Frage. Hintereingang? Jetzt wahrscheinlich noch. Wird nicht wahrscheinlich quasi so offen sehen. Ganz, ganz zufällig. Ich würde gerne das da kaputt machen. Ja, da haben wir zu wenig Köder, das ist ja das Problem. Könnt zwar den einen oder anderen natürlich auch mehr machen. Da haben wir auch noch einen. Interessant. Wie viele Pfeile haben wir denn überhaupt? Ah, zeigt den einmal auch gerade. Passt. 11. So, dann haben wir noch den. Bleiben wir lieber noch im Busch. So, ich hole mir jetzt den mit dem Tektor. Perfekt. Ideal. Ha, bevor der mich noch sieht, ist mir lieber das hier. Ha, bleib besser drin, bitte. Bleib besser drin, gell? Genau. Ha, Pfeile habe ich wieder. Perfekt. So, schauen wir, dass wir den gleich abknallen. Pfeil. Perfekt, easy peasy, oh nice. Viel zu einfach, was? Oh. Ja, Senf kann man immer gut gebrauchen. So. Passt. Du kannst den fertig machen. Wärst du freundlich? Dankeschön. Notiz des Widerstands. Kannst du bitte mehr machen, wenn es geht? Ist es so schwer? Was denn bitte mehr? Das kann doch nicht so schwer sein, eigentlich, oder? Lass doch sogar Zeit! Ha! Na, also, ich hab doch gewusst, du kannst es. Na, Weiler! Abschied, stell dich nicht zu deppen, der Wahnsinn. Bist du eh ja ganz so gut, oder? Na gut, also. Wie kommen wir da jetzt am besten rein? Aha, okay, anscheinend müssen wir da auch hin. Was haben wir denn da Schönes? Ha! F. Jetzt habe ich mir gedacht, der wollte mich fertig machen. Und hip! Haha! Und zack! Und zack! Und zack! Alles kaputt machen! So, damit wir hier reinkommen. Aha, anscheinend auf, hä? Jo. Oh. Ah, es wird wahrscheinlich die Nebenmission sein. Es wird wahrscheinlich die Nebenmission sein. Die interessiert uns jetzt überhaupt nicht, die Nebenmission. Oh, sind noch welche. Die Verstärkung nehme ich mal an. Oder die von einfach vorbei.
Schlüssel ist eine gute Frage, wo der Schlüssel ist. Wir könnten einmal rundherum schauen, wo der Schlüssel ist, weil anscheinend wird wahrscheinlich keiner am Schlüssel eingesteckt haben von denen. Nope. Durchgeschaut haben wir mal die, was in der Nähe war. Würde ich sagen, gehen wir mal ganz kurz da rein. Kann ja möglich sein, dass da vielleicht den Schlüssel verstaut haben oder so. Kann alles möglich sein. Dann schauen wir mal in der Hütte rein. Ich habe jetzt gerade ein Bild, da war ein Eingang. Gute Frage, gute Frage. Schau mich trotzdem da mal kurz um. Aha, 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 aha. Na, da könnte ich halt wegen einem Wespennest. Wir könnten schauen, dass wir vielleicht da abverhupfen oder so, falls wir halt natürlich immer nicht den Schlüssel finden. Vielleicht hat er ihn. Aus dem Kalt. Passt. Okay. Hast du vielleicht? Okay, da ist mal gar keiner. Hätte man ja vielleicht denken können, dass da ja auch irgendwie was sein könnte. Gelange ins Lagerhaus. Na gut, wenn man keinen Schlüssel schon mal plündern. Nope, 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 nur Geld. Okay. Was haben wir da? Vielleicht hat irgendwer das vielleicht da liegen gelassen? Kann ich mir eher weniger vorstellen, dass da einer was liegen gelassen hat, aber na gut. No smoking, Daddy, können wir was dort gehen. Ich glaube. Also ist nur mal die Musik, ich denke mir gerade so, hä? Da sind wir hier noch drin oder wie? Warte, machen wir mal kurz das kaputt. Passt. Dann war es halt durchgeknallter von einer, falls jemand fragt. Was haben wir da? Okay. Irgendwas aufleuchten? Nee. Na gut, dann schauen wir das kurz mal mit dem Wespennetz an. Also vielleicht kann ja sein, dass ich vielleicht einer dachte, der ist jetzt cool. Nee. Ich habe jetzt was anderes gefunden. Vielleicht können wir uns da durchschwingen. Ha! Vielleicht können wir uns rüberschwingen. Und brauchen gar keinen Schlüssel. Yep. Frage ist, ne? Wenn ich das jetzt mache, da umspringen, was bringt sie mir das? Ich probier's. Solange ich nicht stirb. Ja, okay, er rutscht schon. Er kämpft schon. Oh fuck. Autsch. Einmal. Zweimal. Sind wir nicht in der Höhe. Fuck. Es war mir mal eine Idee wert. Ah, ne. Oh fuck. Aber na gut. Jetzt haben wir herausgefunden, wir könnten anscheinend da so aufkraxeln. Frage ist nur, wo? Wo können wir da aufkraxeln? Dass wir da reinkommen. Wenn wir da vielleicht. Vielleicht wirklich, wenn wir da eine kreuen. Und halt nicht dieses Nest da halt mehr machen. Sondern vielleicht war es ja auch nur im Weg. Fuck. Ha. Ah, wie schön. Wieso ist der jetzt so schnell da gegangen? Den können wir aber auch nicht wirklich was machen. Na gut, wir könnten da, genau, wir könnten da, wir könnten. Ha.
Und zack. Und geplündert. Perfekt. Eingesackt auch noch. Und weiter geht's. Eins hört man noch. Eins hört man noch. Sorry, Leute. Ha, da müssen wir mal durchschlagen. Dies machen wir jetzt mit Brand. Ha, dann wenigstens alle gleich gefickt. Perfekt, machen wir so. Weil dann gehen sie uns nicht noch länger aufs Arschloch. Nee, da passt du erst. Da passt du auch alles. Ha! Okay, da könnte ja was drin sein, aber wins nicht. Dynamit. Oh, und hüpp. Ah, da gibt's noch eins. Da gibt's auch noch eins. Na wart. Dann machen wir schon alle Bienen fertig. Einmal. Zack. Zweimal. Zack. Einmal gibt's es noch. Einmal gibt's es noch. Man hört noch was. Passt. Na super. Super. Nope. Zack. Passt. Nein! Warte, so, auf. Ach, du kleines, verficktes Hurenkind. Oh mein Gott. Heilung. Ich will das Medikit nicht benutzen. Schaut ums Medikit. Und der. Sind sie jetzt wenigstens wecker? Yay, sie sind weg. Geschossen. So, und ja. Perfekt. Na, jetzt habe ich mir gedacht, da glänzt irgendwas. Was Wichtiges hätte es ja sein können. Na, leider nicht. Da und ich konnte vielleicht, dass da irgendwas Geheimnis sein könnte, aber nein. Haben sie sich die Entwickler doch gerade nachgeschossen. Okay, passt. Aha, aber dafür da. Ha! Wespennest! Abgeschlossen. Okay, Medaillen-Skin. Damn! Nice! Oh ja, da gibt's eine Menge, Ah, das ist geil. Das war jetzt ein geiler Schatz. Und Seilrutsche. Also richtig schön gemacht, weil wir da sogar hin müssen und so. Bombe. Ist da vielleicht irgendeiner drin oder so? Das ist nur der Truck. Anscheinend ist es nur der Truck. Ha. Noch kurz umschauen, dass wir da eh nichts vergessen. Können wir eigentlich von der anderen Seite? Okidoki. Ah, das können wir aufmachen. Ja, genau, können wir hier aufmachen. Perfekt. Da haben wir mal nix. Schau nur ganz kurz noch schnell um, ob da vielleicht doch noch irgendwas drin sein könnte. Schraubrohr. Na gut, passt. Dann bitte alles einstellen. Und los geht's. Straßensperren. Na super. Ah, da haben wir hier mal eine. Anscheinend. Oh, nice. Gerne. Dauerfeuer mal ins Bier. Geil. Ach, der ist geflogen. Der ist definitiv geflogen. Definitiv. Damn, holy shit. Holy. Haha. Oh, wie süß. Sollte vorhin wieder aufpassen. So Idee, vielleicht ist recht, wenn ich mir ausgeschossen werde, dann so, aber na gut. Also, auf ein neues. Oh, schade. Hi. Ich muss da vorbeifahren. Waffewechsel. Oh, nee, ich nehm doch lieber die andere.
Muss ich eigentlich nur vorbeifahren im Prinzip. Muss ich halt nur aufpassen. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Geil. Oh, einfach so ein bisschen draufböllern mit dem LKW ist schon geil gemacht. Hoppa, da tun wir natürlich gleich mal vorbei ziehen. No way, motherfucker. Wir haben da noch ein paar Spieren. Da muss ich noch durch. Alles einsteigen. Ja, es schaut halt ein bisschen ramponiert aus, aber nur ein bisschen. Ist ja chilliges. Oh, man kann nicht immer nach hinten schauen. Ich hätte gerne nach hinten geschaut, eigentlich. Was? Haha, durchbrochen und moin. Oh, shit. Na moin. Haha. Boah, jetzt hab ich mir schon da gehabt. Meiner raucht. Super, ist nie ein gutes Zeichen. Naja. Alles einsteigen. Zack. Oh, Zug verpasst. Na moin. Hättet ja. Okay, irgendwas fährt gratis mit anscheinend. Schon wieder mal. Sogar die Tierchen, oh mein Gott. Ja, definitiv. Irgendwas fährt da gratis mit. Ha, wieder Vorteilspunkte. Geil. Und zack, hoppala. Kann auch mal passieren. Uiuiuiui. Und ja. Ha, müssen wir da auch ein paar Tierchen mehr machen. Überfahren auch noch. Das. So eine Sperre wollen sie nicht. Kein Problem. Oh, glaubt's wirklich hier? Haltet mich auf. Mit dem geilen Fahrzeug hier, das sicher nicht. Ah, der schießt schon von Weiden und so. Ist nicht gut. Ah, aha, perfekt. Ah, wunderschön getroffen. Wunderschön. Der. Na warte, dann nehmen wir das natürlich gleich mal euch mit. Sicher, aber sicher machen wir auch mehr. Ein Grizzly. Geht immer. Ah, könnten wir dann jedes Mal bei der Straße stehen bleiben und alle mitnehmen. Könnten wir. So, zack. Den haben wir mal mitgenommen. Perfekt. Eine Sperre zählt noch und dann haben wir es geschafft. Alter! Will mich da jemand rammen oder was? Ja. Holy shit. Holy shit. Nein! Boah, jetzt habe ich mir gedacht, der brennt. Ha! Ich hab schon Angst gehabt. Ich hab wirklich schon Angst gehabt, dass der brennt. Ah, danke schön. Hallo, Le. Muss halt meine Mission beenden, sorry. Ich finde das eh geil, dass man so eine Liste hat, wie viele Aktivitäten man noch hat, bei dem Bereich oder bei dem Bereich. Das ist schon geil. Weiß man wenigstens, wie viel noch bei dem oder bei dem Gebiet einfährt. Das ist schon geil. Ja, wir wollen nicht unseren Missionsbringer unbedingt umbringen. Tja, und wieder ein Auto nach Hause gebracht. Unversehrt, natürlich, ohne Schäden. Wir hätten nur halber den Hund jetzt mehr gemacht, auch noch, aber das hat halt natürlich keiner gesehen. Also das sieht er natürlich keiner. So, bitteschön, haben wir heimgebracht. Schon sagen, Deputy, den Truck meines Vaters wiederzusehen, weckt wirkliche Erinnerungen. Ich habe früher immer hier gestanden, wenn er nach Hause kam und winkte ihm von Weitem zu. Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, wo willst du denn bitte hin? Ich will nur Fahnden, was ist denn? Hau ihn dir. Den Sound dieses Trucks erkenne ich überall. Scheiße, was wollte ich sagen? Du hast definitiv den Schneid, ihn zu fahren. Und wichtiger noch, du hast das Herz. Mein Vater hätte dich gemocht. Wenn du den Witwenmacher mal fahren willst, musst du nicht erst fragen.
In der Zwischenzeit halte ich die Ohren offen und lass dich wissen, wenn sich etwas ergibt, das sich für dich lohnt. Aha. Alles klar? Dankeschön. Danke nochmal, Deputy. Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Mission. Und wieder erledigt. Der wird man machen. Yay. Ha. Wieder 600 dazu gekriegt. Ha, da haben wir schon die Hälfte.